Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahnspirit mit Daniela Hahn zum Monatsorakel der Liebe, jetzt für den Monat April, für das Sternzeichen Skorpion. Also wenn du Skorpion bist, dann bleib dran, oder auch wenn du deinen Aszendenten im Skorpion hast, dann ist das Video richtig für dich. Wir legen hier gleich die kosmischen Einflüsse aus und schauen dann tiefer rein. Die verwendeten Karten, hupsa, findest du wie immer in der Infobox. Ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Also lasst uns schauen, ihr Lieben. Ein bisschen mischen schadet nicht. So, es sind halt runde Karten, die sind nicht so einfach zu mischen. Wir ziehen hier vier Kärtchen für diesen kosmischen Einfluss. Na, da haben wir unsere vier. Okay, dann sind wir mal gespannt, was hier bei den Skorpionen los ist. Venus, ihr kriegt die volle Liebespower bei den Skorpionen. Übernehmt euch nicht, kommt mir hier rein. Dann habt ihr, ja, ihr habt so eine innere Liebesweisheit, die euch momentan führt. Die euch, ja, fast schon prophetisch sein lässt und in eine Richtung gehen lässt. Also ihr erahnt, was im Gegenüber vor sich geht, bevor dieser es ausspricht. Es kann zu ihren Situationen kommen, dass ihr Sätze vom anderen zu Ende bringt, ohne dass der es ausgesprochen hat. Also ihr habt ein ganz tiefes Gefühl momentan für den anderen. Egal, sei es, dass ihr jetzt euren tatsächlichen Beziehungspartner hier in diesem Thema habt oder wenn ihr Single seid und seid unterwegs, dass ihr auf Menschen trefft, müssen nicht immer potenzielle Partner sein, wo ihr einfach spürt, was auf Beziehungsebene bei den Menschen los ist und ihr das zu Ende bringen könnt. Dann geht es hier um eine Neudefinierung deiner selbst, aber auch um eine Neudefinierung in der Partnerschaft. Ihr bekommt so eine Art höheren Input, also die Initiation, ihr bekommt eine Eingebung zu gewissen Dingen. Und da wären wir wieder bei diesem Spirituellen, was ich gerade schon erzählt habe, dass ihr manchmal die Sätze zu Ende bringen könnt. Also es ist so eine, wie so ein höherer Upload in Liebesdingen, was bei euch passiert. Das kann, Entschuldigung, etwas spooky sich für dein Umfeld anfühlen, aber ihr definiert damit gewisse Dinge für die Zukunft neu. Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, kann das natürlich den anderen ein bisschen antriggern und überfordern oder dass der verwundert ist über euch. Aber wir schauen uns das jetzt noch ein bisschen tiefer an, was da dahinter steht. Ich ziehe jetzt erstmal zu der Liebesqualität eine Karte, die für dich ist, was bei dir los ist und bei deinem Gegenüber. Wobei, wenn du kein Gegenüber hast, dann steht es für die Personen, die du momentan ansprichst oder in dein Leben ziehst. Ja, wow, Männerpower. Also du hast sehr, das sind maskuline Energien am Wirken, weil zwei Könige drin sind. Die zeigen einfach, dass du momentan auch sehr viel Energie hast, sehr fokussiert bist, sehr klar siehst in der Liebe. Da ist nichts mit, Entschuldigung, komischer Verträumtheit bei den Skorpionen. Also gerade wenn du ein sehr reines Skorpionzeichen bist und nicht irgendwie neptunisch oder so verwirrt unterwegs bist, sondern dann kann es sein, dass du hier wirklich gerade so richtig klar siehst und den Durchblick hast und du weißt, was es ankommt in Liebesdingen. Also dein Herz ist offen, du fühlst es. Das kann eine gute Phase sein, um jetzt den Seelenpartner, Partnerin ins Leben zu ziehen oder in der Beziehung, dass ihr eure Beziehung auf ein höheres Level bringt. Wobei du so ein bisschen voranrennst und der andere gucken muss, dass er hinten nachkommt. Außer ihr seid beide irgendwie im Skorpionzeichen unterwegs oder seid skorpionisch, plutonisch geprägt, dann knallt es richtig, aber im positiven Sinne.
Dann haben wir hier bei deinem Gegenüber Feuerkraft, also die Person entbrennt für dich, lässt sich von deiner Leidenschaft anstecken. Wenn du natürlich nur so Flirt-Sachen suchst oder kurze Dinge, kann es natürlich hier heftige Affären oder Liebeleien geben, wenn du unterwegs bist, weil du mit Wasser den richtig so Power jetzt reingibst, ne? Also das ist so ein Flächenbrand, den löscht du nicht mit deinem kleinen Kelch. Also du hast ein offenes Herz und zeigst das und die Menschen reagieren darauf, weil viele nach Liebe dürsten und gar nicht so Liebe geben können oder in der Liebe auch blockiert sind. Und du strahlst das gerade voll so aus, diese Venus-Energie. Und ja, es kann sein, dass die Leute total auf dich ansprechen oder dir die Türen einrennen oder du plötzlich Nachrichten kriegst, zum Beispiel in deinem Facebook-Account von wildfremden Leuten, die einfach dir den Hof machen oder dir was Schönes schreiben. Also da ist einfach so viel, ja, Venus-Energie gerade aktiv bei dir. Und die dringt durch und entfacht das Feuer in den anderen. Also auch mit dem eigenen Partner kann hier ganz besondere Zeit auch in der Sexualität erlebt werden. Ne? Entschuldigung. Jetzt schauen wir noch mit den Lenormand-Karten ein kleines Neunerblatt noch in diese Energie hinein bei den Skorpionen. Im April. Upsa. So. Okay. Ja, die Energie ist veränderlich. Sie ist nicht stetig. Sie verändert sich ständig. Also das ist schon noch so ein bisschen ein starkes Hin und Her, ein Auf und Ab in diesem Monat. Wenn es Rivalitäten gibt, wenn du in einer Sache drin steckst, wo es eine Rivalin, einen Rivalen gibt, habe ich so das Gefühl, dass diese Person gar nicht so die Chance hat, eben weil du gerade so dieses Feuer im Gegenüber entzündest. Dann haben wir, Entschuldigung, ja, haben wir eine gewisse Stabilität drin. Sorgen, Grübeleien haben auch nicht so starke Chancen, also die lösen sich auf, weil wir haben hier den Turm in der Mitte. Der löst alles Destruktive auf. Das wird sozusagen niedergebrannt, ne? Also Venus dringt hier durch. Du bist in manchen Dingen entscheidungslos, dass du nicht wusstest, was du machen solltest. Aber auch das wird aufgelöst. Ich habe ja drin Fokus ganz stark. Also, dass du genau für dich jetzt weißt, mit der Intention, wo es für dich hingeht. Für manche mag sich das so ein bisschen konfus anfühlen, aber du selber lässt dich absolut hier, ja, von dieser höheren Eingebung leiten und das ist der richtige Weg für dich. Also da öffnen sich verschlossene Türen auch, wo du dahinter schauen kannst, wo du vorher gar nicht rangekommen bist. Das kann auch jetzt der Weg zu Personen auf Seelenebene öffnen, die selber gar nicht wussten für sich, dass ihr vielleicht füreinander bestimmt seid oder dass das funktionieren kann. Also hier kann wirklich alles passieren diesen Monat. Das ist sehr crazy. Also das kann bis hin gehen, dass man, also im Extremfall sage ich jetzt mal, jemanden trifft und sich schon in einem Monat verlobt oder sowas, ne? Also ganz, ganz crazy die Energien hier. Also ich bin gespannt. Ich freue mich auch auf Feedback von den Skorpionen und ich wünsche euch einen wunderbaren April und bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.